So, wir machen jetzt getrocknete Aprikosen. Dazu brauchen wir Aprikosen und einen Dörrautomaten. Man kann es auch im Ofen machen, ist aber Energieverschwendung. Als erstes halbieren wir die Aprikosen. So. Und nehmen den Stein heraus. Die Aprikosen vorher natürlich gut waschen. Wenn wir die Aprikosen dann alle halbiert und entsteint haben, nehmen wir einen Boden vom Dörrautomat, legen den auf Zewa und breiten darauf die Aprikosen aus. Dann bauen wir den Dörrautomat zusammen. Ich zeige es euch gleich. Einen Boden vom Dörrautomat und legen hier die Aprikosenhälften aus, so dass sie sich nicht berühren, dass gut Luft dazwischen kommt. So, dann bauen wir den Dörrautomat zusammen und lassen die Aprikosen für etwa 10-12 Stunden im Dörrautomat, je nachdem, das sieht man dann, die sollen trocken, aber noch elastisch sein. Wir sehen sie später an. So, das sind nun unsere fertigen getrockneten Aprikosen. Die sind stellenweise ein bisschen braun geworden. Aber vergesst nicht, die gekauften sind auch geschwefelt. Also das ist völlig normal. Könnt ihr jetzt in Müsli machen, in Joghurt oder einfach so essen. Guten Abend.